Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video-Tutorial. Ja, heute ein kleiner, aber sehr effektiver Tipp. Und zwar eine super Möglichkeit natürlich bei Facebook neue Kontakte zu finden. Vor allem Kontakte, die zielgerichtet sind, sind die Facebook-Gruppen. Das ist hinlänglich bekannt, würde ich sagen, und sicherlich nutzen auch viele die Möglichkeiten. Allerdings gibt es jetzt einen Link, bei dem man eben sehr schnell nach speziellen Gruppen suchen kann. Vor allem, man hat ja auch unter seinen Kontakten ziemlich ähnliche Interessensbereiche, das heißt die Freunde, die man so bei sich auf seinem Facebook-Kanal vereint, sind natürlich sehr oft auch in ein bestimmtes oder in eine bestimmte Richtung interessiert, und hierfür gibt es eben einen tollen Link, diesen finden Sie auf meinem Blog, wenn Sie unter diesem Video draufklicken. Ja, und im Endeffekt ist es ganz einfach, Sie nehmen diesen Link, klicken drauf, sind hier auf dieser Startseite, die Sie jetzt sehen, im Gruppenbereich, und hier haben Sie dann mehrere Selektionsmöglichkeiten, einmal hier die empfohlenen Gruppen, dann die Gruppen meiner Freunde. Wenn ich hier jetzt draufklicke zum Beispiel, dann kommen eben direkt Vorschläge von Gruppen, in denen meine Freunde aktiv sind. Das heißt, Sie können auch in diesen Gruppen sehr schnell beitreten, indem Sie einfach einmal draufklicken, Anfrage gesendet, fertig. Ja, und so geht das reihum. Bei mir zeigt es da jetzt relativ wenig an, weil ich das heute schon erledigt habe. Sie können dann nach Gruppen in der Nähe suchen, vor allem auch nach Ihren eigenen Gruppen suchen, in denen Sie schon Mitglied sind. Und was noch besser ist, Sie haben auch gleich einen Überblick über Ihre Gruppen, die Sie selber administrieren. Und Sie sehen, ich habe da schon einige Gruppen gegründet, die sehr viel Sinn machen, denn sie sind da natürlich immer an vorderster Front, wenn es ums Posten geht. Ja, auch nicht schlecht sind diese empfohlenen Gruppen, das heißt, Facebook hat da natürlich seine Filter laufen, die sozusagen schon vorschlagen, was auch ihre Interessensgebiete sein könnten. Es sind manchmal ein paar seltsame Dinge dabei, aber im Großen und Ganzen finden Sie da immer passende Gruppen, und vor allem, Sie können sehr schnell beitreten, denn mit einem Klick hier sind Sie im Prinzip in dieser Gruppe dabei, beziehungsweise wird zumindest die Anfrage gesendet und der Gruppenadministrator wird dann voraussichtlich relativ schnell freischalten. Okay, das war mein Tipp für heute, wie Sie schnell Facebook-Gruppen aktivieren können. Machen Sie das regelmäßig und Sie werden eine Vielzahl an Gruppen für sich vereinen können und dementsprechend auch natürlich Ihre Interessen loswerden. Okay, bis zum nächsten Tipp. Bye bye, Ihr Volker Schieben.